Ich bin seit 2016, jetzt gerade seit 5 Jahren, an der TU Wien und leite dort den Fachbereich, was früher Architekturtheorie war. Und als ich berufen wurde, habe ich das geändert in Architekturtheorie und Technikphilosophie. Und der Grund dafür war eigentlich vor allem, weil ich selber keine Architektin bin und auch keine Kunsthistorikerin und mich sehr abstrakt mit Technikphilosophie beschäftigt habe und genau darüber eigentlich den Weg zur Architektur gefunden habe, indirekt. Also im Zentrum steht, was wir digitale Architektonik nennen. Und das ist eine Vorstellung, die Auseinandersetzung mit Technik, die unsere Zeit heute prägt, so als eine Art Literacy begreift. Also eigentlich Technik aus der Vorstellung des Problemlösens und Optimierens oder Korrigierens oder eben auch Legitimisierens herauslöst. Sondern Technik als eine, so wie das früher bei den Sophisten war, als plötzlich alle lesen und schreiben lernen konnten. Das bringt ein Riesendurcheinander, aber es bringt natürlich eine Emanzipation der Gesellschaftsstrukturen. Und in meiner Vorstellung leben wir in so einer Zeit im Moment. Eine Art digitale Sophistik, die sich etabliert. Also die bewährten Disziplinen werden verfügbar, ohne jahrelange Meisterausbildung, durch Templates, durch Schemen, durch Didaktiken, die aufgearbeitet sind und eine Demokratisierung der Fachkräfte eigentlich bewirken. Und die Frage ist dann natürlich, was heißt jetzt Theorie machen in dem Kontext? Und das ist auch die Auseinandersetzung, die ich, seit ich hier bin, eigentlich führe. Also ich hatte nicht wirklich gerechnet damit, dass ich eine Chance hätte, einen Architekturtheorie-Lehrstuhl zu bekommen. Und als ich das dann bekam, war ich auch noch nicht wirklich vorbereitet, was das jetzt für eine Ausbildung auf Bachelor-Ebene vor allem heißt. Ich hatte natürlich viel Erfahrung mit Architekten zu arbeiten, aber im Advanced Studies-Bereich, also mit Promotionen und mit Postgraduate-Kursen. Und im Kern steht eigentlich, und das ist auch immer wichtiger geworden für mich, herauszuarbeiten, wie ein Umgang mit Theorie eine extreme Befruchtung und Inspiration für die eigene Vorstellungswelt bedeuten kann. Also das heißt, Theorie eigentlich daraus herauszulösen, dass es sowas wie die kritische Stimme der Vernunft ist, die dann immer über die Dinge urteilen will und Legitimationsgründe anführen will und objektive Relevanz von gemeinsamen Nennern oder so organisieren möchte, territorialisieren möchte, sondern einfach nur die im Prinzip banale Vorstellung, dass wenn man sich kritisch zur Gegenwart verhalten will, man einfach sehr viel kennen muss von dem, was nicht ganz augenfällig und evident wichtig ist. Und das sind die Dinge, die man in meinem Verständnis aus den, was heute oft Orchideenfächern oder Bereichen gelernt werden kann. Das heißt, man kann Stimmen lernen, man kann Vorstellungswelten lernen von Leuten, die versucht haben, ihre eigenen Zeiten neu zu denken durch Bezug zu Dingen, die nicht naheliegend sind. Also in der Literatur ist das ganz evident natürlich, aber genauso in der Kunst und genauso auch im Handwerk. Und wenn man mal anfängt, so zu schauen, eben eigentlich in allen Bereichen, ja, also auch in den Institutionen, wie sich die umorganisiert haben, und daraus ergibt sich eine fast schon wieder generalistische Perspektive aufs Denken und den Zeitbezug. Und das ist mir ein Anliegen. Das heißt, mir geht es nicht mehr um Werkzeuge mit dem Digitalen, weil die Werkzeuge sind da, sondern jetzt geht es eigentlich um ein Können. Also was tun wir jetzt damit? Ja, wenn wir nicht immer nur noch einen kleinen Schritt besser optimieren können, etwas, was schon lange als Problem erkannt ist, sondern wie können wir durch diese Art von Literacy, von abstrakter Literacy, Probleme neu umschreiben? Ja, also es ist eine Vorstellung, wir nennen das immer to embrace the obstacle rather than to point out the problem. Ne? So wenn irgendwo ein Konflikt ist, wie kann man diese Situation, ja, umarmen ist ein bisschen pathetisch formuliert, aber es geht so ein bisschen darum, eine Art Resonanz herzustellen, in der dann die Dinge auch wieder eine Proportion kriegen. Also wenn wir heute als Einzelne denken, dass wir, ja, die größten Themen, die man sich vorstellen kann, wie die Gesundheit des natürlichen Balance vom Planeten, ja, durch einzelne Projekte oder Horizonte von 5 Jahren, wie alles neu strukturiert, das ist einfach aus der Proportion gefallen. Und diese Drastik, die kann wieder durch theoretisches Vorstellungs-, durch Lust am Denken und am Ausdrücken und an einer, ja, eine Art Sprachgewalt, weil sich darin nämlich immer,
eine Proportionierung kalibriert. Also man kann, ja, es gibt eine Art von Umgangsform oder von, ich nenne es auch Civility, die ethisch ist und eben nicht moralisch korrekt, sondern ethisch ausgesetzt eigentlich. Also das heißt, eine Mächtigkeit, die mit einem Bloßgestellten, also mit einer Verletzlichkeit zusammengeht. Und das ist genau, woran wir in meinem Verständnis, vor allem in der Theorie, nicht nur Architekturtheorie, sondern insgesamt eigentlich ein bisschen leiden oder auch, ich würde sagen, nicht mehr ganz gesund sind, dass die Theorie immer nur als eine Art Ermächtigung gesehen wird, die dann eigentlich das Denken abschaltet, anstatt es zu befruchten. Und in meiner Lehre jetzt, seit ich da bin, versuche ich Unterrichtsformate zu finden, um den Studenten Lust an Komplexität nahezubringen und auch Instrumente zu geben, also keine Werkzeuge, sondern eher Instrumente, ja, die man spielen lernen kann auf einer indefiniten Skala. Du hast nie genug gelernt, wenn du Geigenspieler bist oder was auch immer einen dann interessiert. Also wirklich ein Können in den Vordergrund zu stellen, was die Technik und die Abstraktion eigentlich verinnerlicht und nicht als das andere postuliert. Und das hat sich stark konzentriert auf Fragen der künstlichen Intelligenz auch, der Umgang mit Daten, die Bedeutung von Information. Und es bleibt herausfordernd, wie man vor allem auch die jungen Menschen gewinnen kann, zu vertrauen, dass eine solche Öffnung des Spektrums sie nicht entmächtigt, sondern eigentlich schon ermächtigt am Schluss. Aber auf eine andere Weise, also auf eine ethische Weise, eine Ermächtigung, die man dann immer noch selber verkörpern muss. Also die nicht aufgehoben ist in einer institutionellen Ordnung oder sowas. Ja, ich würde das relativ persönlich machen. Also ich würde sagen, es muss irgendwie sich in einem Themenbereich bewegen, den einen berührt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, es kann sein, dass man einfach Freude hat, sich darin zu schulen, zu üben, auszudrücken. Oder es kann sein, dass es wirklich ein beunruhigendes politisches Thema ist oder etwas, wo man gerne etwas beitragen möchte. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Passion. Aber ich habe das Gefühl, man kann von der Diplomarbeit am meisten profitieren, wenn man eigentlich ein bisschen dem auch folgt, wohin man sich gezogen fühlt. Und dann dort aber wirklich mit sehr großer Offenheit versucht. Also erstmal ja eben nicht ein kleines Teilglied zu optimieren oder einzupassen, sondern eigentlich mal, was ist denn das überhaupt für ein Feld? Worum geht es denn da? Und das Verhältnis müsste eigentlich immer sein, die Auseinandersetzung. Also von all dem, womit man sich beschäftigt hat in der Auseinandersetzung, muss am Schluss vielleicht 20% in der Diplomarbeit sein. Und das gibt eine Entspanntheit im Umgang mit dem weiten Blick, weil man dann durchaus sich mit Dingen beschäftigen kann, wo man nicht jetzt von sich sagen würde, ich werde hier je kompetent im Rahmen von dieser Arbeit. Aber man kann sich damit auseinandersetzen und das dann in ein Verhältnis bringen zu anderen Themen, die ähnlich lückenhaft dastehen, aber irgendeine Kraft haben, die einen fasziniert oder interessiert. Und dann versuchen zu überlegen, wie die Sachen zusammenhängen. Und damit kommt man zu einer Art, ich nenne das, und mein Begriff war dafür immer Auxiliary Construction. Ja, so eine Art wie eine Art Baugerüst, das aber nicht nachträglich, also nachdem der Plan fürs Haus schon dasteht, sondern ist so eine Art Eingrenzung, die aber diffus ist und die auch mobil ist, die auch umkomponiert werden kann, aber trotzdem eine Art Festigkeit schon gefunden hat. Und die man aber noch nicht so explizit sagen kann. Also es ist eigentlich, Gilles Deleuze hat mal in einem sehr starken Bild davon gesprochen, wie baut man sich auf ein Boot auf offener See. Das hat was damit zu tun, ist nur nicht ganz so tragisch. Ja, weil ich glaube nicht, dass man jeden immer, also wenn ich jetzt nicht selber die ganze Welt sofort erklären kann, bin ich noch nicht wirklich vor dem Ertrinken so stark bedroht. Ja, ich setze mich einfach aus, den ganzen Dingen, die da sind. Aber so, die Geste ist ein bisschen die. Also sich dann auch wieder trauen, Stabilität zu sehen und zu, weil das ist eines der Hauptprobleme mit diesem Legitimationsdiskurs. Um wirklich etwas neu denken zu können, muss man Kredit geben den Dingen, wo man noch nicht weiß, dass die das Versprechen auch einhalten können. Und man muss mitarbeiten daran, dass diese Versprechen wirklich werden können. Und das ist ein Risiko. Aber das ist die ethische Geste, würde ich sagen. Und dafür kann man, so, das ist auch kompliziert. So abstrakt wie nur möglich und so wenig generell wie möglich. Ja? Weil abstrakt und generell ist nicht das Gleiche. Generell ist immer schon eine Sortierung, die da ist. Und abstrakt heißt, ich traue eigentlich nicht, wie die Sachen klassifiziert sind.
Und dann muss man aber wissen, dass man mit der Abstraktion keine Legitimation beanspruchen kann, weil sonst wird man nämlich total dogmatisch. Und das ist aber das Schöne, wenn man dann den Inclinations folgt von Leuten, die einen begeistern, weil die haben alle so abstrakte Vektoren. Und das ist überhaupt das Spannendste, wenn man, egal ob man einen Philosophen oder Schriftsteller oder auch einen Naturwissenschaftler oder einen Architekten, wenn man sich mit denen beschäftigt, es gibt immer diese Linien, es gibt immer diese abstrakten Vektoren und die kann man auch selber gar nicht sagen, wenn man anfängt. Die, sehr so, wenn man dann nach 20 Jahren zurückschaut, sagt man, wow, okay, nochmal dieses Thema, ah, das ist ja eigentlich wieder dieses Thema und es passiert ein Stück weit. Und darüber kann eine Identifikation passieren mit der eigenen Arbeit, die nicht die einer Autorschaft ist. Das finde ich ganz wichtig. Also diese Vorstellung von Theorie hat schwer mit der Vorstellung von Autorschaft und von Autorrechten, weil wenn man so breit sucht, dann weiß man erstens irgendwann nicht mehr, woher etwas wirklich genommen ist und was man dann daraus macht, ist vielleicht nicht wirklich was anderes, als was jemand anders auch schon gesagt hat. Aber darauf kommt es nicht an, weil wenn ich das dann sagen kann, habe ich gelernt, wie ich selbst dastehen kann und das sagen kann. Und das hat nicht weniger Neuheits- oder Innovationswert. Ja? Aber es ist eine Art, also man denkt einfach nie alleine. Und die Vorstellung ist heute kompliziert. Man denkt nie alleine, aber wenn ich dann versuche zu benennen, wer mir alles dabei hilft, dann mache ich eigentlich das Gegenteil von dem, worum es ja gehen würde. Weil dann grenze ich all die aus, die es nicht nennen kann, also die irgendwie noch untergegangen sind. Und es wird auch so arbeitsteilig dann, was es nicht ist. Es ist eine Art Ausbrüten, an der viele Sachen beteiligt sind. Und diese Art von Lust versuche ich den Studenten zu vermitteln als Theorie, als Rolle von Theorie in Bezug zur Architektur. Also nicht die Vorstellung, dass die Theorie irgendwie reflektiert über das, was man in der Praxis tut oder legitimisieren kann oder die Relevanzen klären kann. Vielleicht tut sie all das auch, aber implizit und irgendwie aus der Sache heraus und nicht als Rolle oder sowas. Dagegen bin ich ja. Versuche ich dann die Theorie gegenüber auch dem journalistischen Schreiben, was ja eine Art ja, öffentlichkeitsdidaktische Vermittlung immer spielen will, herauszuhalten, weil Universität, diese Denkfächer haben eine eigene Autonomie. Und wenn die an der Universität gelehrt sind, darf das nicht reduziert werden auf soziologische Funktionen. Das muss eine eigene Autonomie behalten können, sonst wird es auch gefährlich, weil sonst sind das mächtige Instrumente, mit denen viele nicht, in denen viele nicht geschult sind. Das heißt, es wird super manipulativ, was wir ja alles erleben im Moment.